Harry sagt Hallo und guten Morgen zum aktuellen Wettervideo heute am 19. Oktober 2021. Wir haben jetzt hier 7 Uhr und 45 Minuten und eine Temperatur von 17 Grad, aber das ist nur hier so an der Charga. Es wird schon wärmer. Auch das andere Thermometer zeigt uns die richtige Temperatur an. Wunderschöne Farben hier wieder über der Charga. Charga heißt ja übersetzt kleiner See, Weiher oder Tümpel. So, und das Meer hört man hier schon ziemlich laut rauschen, also ich schätze auch mal, dass es wieder ein paar Wellen gibt. Ja, wunderschöne Farben hier. So langsam wird es auch hell. Wir haben jetzt 7.51 Uhr. Der offizielle Sonnenaufgang ist um 8 Uhr und 5 Minuten. Und dann sind wir auch schon bei den aktuellen Wetterdaten. Hier die Temperatur 21 Grad jetzt. Höchstwerte werden heute wieder um die 30 Grad erwartet. Die Luftfeuchtigkeit hat abgenommen, rapide, auf unter 50%. Und das bedeutet eben doch ein bisschen Kalima. Wind soll bis 25 Stundenkilometer heute sogar noch etwas böiger werden. So, und wir haben hier schon mal schöne Lichtverhältnisse, unser Faro. Und dann kriegt dieses Hotelfaro auch ein bisschen rotes Licht ab. Und woher das kommt? Nein, die haben nicht das Licht an. Ich zeige es euch gleich. Das kommt von unseren Lichtverhältnissen hier. Ja, und da ist schon richtig was los am Strand. Ich sage euch, da sehe ich so viele Leute wie sonst um die Uhrzeit nicht. Ja, aber wir schauen uns erstmal den Himmel an hier. Ja, wunderschöne Farben. So kriegt es nur unser Maler Viktor auf die Leinwand. Die Bilder könnt ihr euch ansehen, die könnt ihr auch käuflich erwerben. Ein geborener Kanario lebt hier und hat ein Talent, der kann wunderschöne Bilder malen. Und am nächsten Freitag um 16 Uhr am Leuchtturm könnt ihr die Bilder auch sehen im Original. Ich hänge euch das Video mit dran, einmal an die Realität und einmal ans morgendliche Wettervideo. Und dann könnt ihr diese Videos auch vorab als Bilderfolge als Dia-Show schon mal sehen. Und die sind teilweise gerahmt und ab 40 Euro, also wirklich sehr, sehr günstig, und damit könnt ihr ihn unterstützen. Der hat nämlich auch gerade etwas gesund oder schwere gesundheitliche Probleme, und deswegen kann man auch so vielleicht ein bisschen helfen und sucht jemand noch ein schönes Weihnachtsgeschenk oder ein Mitbringsel, dann kann er fündig werden. So, schaut euch diese Farben hier an. So, und ich wurde gerade angesprochen hier vom Alex. Und der Alex, der ist im Via del Conde. Ich winke ihn nochmal. Hallo Alex, mach's gut, schöne Grüße. Er grüßt seine
Frau, die Ingrid, und die sind im Via del Conde und machen Urlaub. Und ich soll sie recht schön grüßen, und die reisen aber morgen schon wieder ab. Mach's gut. Viele liebe Grüße an die Ingrid. So, ja, er ist jetzt hier auf dem Weg wieder zurück. Und wir schauen uns nochmal unseren Himmel hier an. Die beiden, die kommen aus Regensburg und sind hier im Via del Conde und hatten zwei schöne Wochen, hat er mir gerade gesagt. So, und dieser Himmel hier ist wie gemalt. So, und ich mache mich jetzt erstmal hier auf Richtung Punta de Maspalomas, denn mit dem Sonnenaufgang, mit dem regulären, da wird es heute hier nichts werden. Aber trotzdem wunderschön. So, ich bin jetzt hier an der Punta de Maspalomas noch ein Stück weiter, schon Richtung Playa de Ingles. Ich hatte ja vor einigen Tagen auch mal die Runde hier gemacht und dann über Playa de Ingles wieder zurück in den Campo Internacional. Ja, 2,5 Stunden muss man da kalkulieren. Aber wunderschön, und natürlich am Morgen, wenn es nicht so warm ist. So, und an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Abonnieren der Videos, fürs Teilen, Weiterleiten und fürs Beantworten der Kommentare. Und natürlich für die lieben Kommentare. Und an dieser Stelle auch gleich noch der Hinweis auf Connys Kanal. Der Link ist bei mir in der Beschreibung beigefügt. Und da könnt ihr ihn abonnieren. Sie hat Land und Leute und recherchiert sehr gut. Ich werde morgen früh ein Video bringen vom Essen in Arreginegin, Fischessen. Ja, 8 Autominuten entfernt von Playa de Ingles. Conny hat schon darüber berichtet auf Connys Kanal, da seht ihr schon, um was es geht. Sie hat ihr Video gemacht und vor allen Dingen, wir haben ein bisschen Hintergrund zum Ort Arreginegin. Und eine Empfehlung von jemandem, also nicht von jemandem, sondern Klaus, der hat gesagt, da kann man sehr gut essen. Und wir haben es ausprobiert, und ich muss euch sagen, da kann man richtig gut Fisch essen. Da lohnt sich sogar, mit dem Taxi hinzufahren, sage ich. Ein paar Stunden in Arreginegin verbringen, essen gehen und dann wieder zurück, oder mit dem Bus. Und ihr werdet sehen. So, ich gehe jetzt auch wieder in die andere Richtung, und ihr seht, hier ist schon richtig was los in beiden Richtungen. Ja, mit der Sonne, da haben wir jetzt ein kleines zeitliches Problem. Im Moment schaut es hier so aus. Aber das ist ja überhaupt kein Thema. Hier in der Richtung, hier müsste sie eigentlich sein, hinter den Wolken. So, und hier wieder ganz nah an unserem Wahrzeichen Faro de Maspalomas. Ich warte immer noch auf ein paar schöne Wellen hier. Und hiermit möchte ich auch dieses Video, das morgendliche Wettervideo am Strand von Maspalomas, beenden. Das mit der Sonne ist im Moment nicht so richtig. Also es fehlt noch ein bisschen. Ich schätze mal, in einer Stunde wird hier auch die Sonne wieder scheinen. Aber trotzdem wunderbar, ein schöner Morgen hier. So, und da am Hotel, da wird gewunken, aber nicht zu mir, die winken woanders hin. Schaut euch an, und die sitzen hier auf ihrer Terrasse mit dem, ja, einem wunderschönen Blick hier auf dem Atlantik, entweder hinter Glas oder dann frei auf der Terrasse.
So, nochmal unsere Lokalreihe hier, und da gibt es den El Senador, bekannt, Beach Club, da gibt es Liegen und Schirme. Und man kann natürlich auch wunderbar ins Wasser gehen hier. Bei Ebbe besser wie bei, Entschuldigung, bei Flut besser wie bei Ebbe, ganz klar, wegen der Steine hier, da muss man also schon ein bisschen aufpassen. Und da vorne ist Casa Antonio. Und da werden wir die Woche auch mal zum Essen hingehen, Fisch. Hier am einem der ältesten Lokale hier auf dieser Zeile. Ich habe schon mal ganz kurz von vorne gefilmt und den frischen Fisch, den es damals gab, in der Auslage. Das war bei Casa Antonio. So, und mit diesen Bildern möchte ich mich dann verabschieden und sage dann bis später zum anderen Video Realität. Temperatur jetzt hier 23 Grad, Uhrzeit 8 Uhr und 52 Minuten. Und wenn es zwischendrin irgendwas Wichtiges gibt, bin ich auch mit dabei. Hasta luego. So einen kleinen Nachtrag gibt es natürlich. Unsere Baustelle hier, die ewige Baustelle 10 Suites, da kommt Bewegung rein. Man hat jetzt oben schon mal ausgepackt die Gartenmöbel. Das heißt, die schon ewig da oben eingepackt standen, sind jetzt sozusagen bereit. Die Scheiben sind auch noch sauber oder geputzt. Und ich habe da auch gerade gesehen, dass da jemand rumläuft. Also wird hier höchstwahrscheinlich doch irgendwann mal die Eröffnung sein. So, sobald ich hier natürlich was Neues habe, melde ich mich. So, ein paar Baustellen sieht man aber noch. Aber ich nehme an, es dauert nicht mehr lange. So, mit diesem kleinen Nachtrag sage ich hasta luego.